Hallöchen Freunde, willkommen zurück zu The Lone Wolf Project mit 7 Days to Die in der Alpha 17. Ja, wir sind hier dabei, dass wir uns ein wenig häuslich einrichten in der Butze hier. Ach, was bist denn du schon wieder so außer Puste? Hier, komm, haus dir rein, immer schön drin in der Rüstung, Digga. Dazu noch hier ein Fläschchen Wasser. Ist doch alles gar nicht mehr so schlimm, oder? Ich sehe natürlich wenig bis gar nichts da drin. Aber ich glaube, das ist der Ausgang. Scheint so. Okay. So. Ich hätte gern die Dreierhöhe beibehalten. Und dann verlegen wir hier erstmal noch ein bisschen Holz. Die Schrägen, die müssen dann natürlich weichen. Kein Ding, das hauen wir uns weg. Und dann kann man vielleicht langsam mal anfangen, eine Art Raumaufteilung mitzuwirken. Dass man sagt, alles klar, hier kommt so ein Lager her, hier kommt was weiß ich hin und so weiter und so fort. Das Übliche, was man halt so kennt, ne? Warte mal, die hier muss ich vorher reparieren. Sonst wird das nämlich nichts. So, huch. Falscher Knopf. Entschuldigung. So, Mann. Diesmal weiß ich ja ungefähr, wo ich angefangen habe. Also so zeitlich gesehen. So, machen wir erstmal so. Und da müssen wir ja eh erstmal die Schrägen mit wegballern, bevor wir da irgendwie weitermachen. Ich war auch am Überlegen, ob man vielleicht so eine Leiter macht, so wie in dem anderen Haus drüben. Dass man sagt, wir machen uns hier auch so eine Art Fortress. Oder erstmal so eine Übergangsbude. Ich weiß es nicht. Bin gespannt, ob es die Bunker noch gibt. Wobei ich sagen muss, ich könnte hier auch einen komplett eigenen Bunker ausheben, aber das wäre dann, glaube ich, ein bisschen zu stupide, wenn ich hier ewig um 3 Tage unten irgendwas aushebe. So. Das schaut doch schon mal gar nicht so verkehrt hier aus. Das Ding mosche ich jetzt dann weg. Ja, und so verbringen wir jetzt hier ein bisschen die Nacht. Klar, könnte ich auch rausgehen und hier einen auf Mighty Survival machen. Aber nö. Ja, und dir geht's ja auch so schlecht. Wir können mal gucken. Dadurch, dass wir jetzt eine Schrotflinte und eine Pistole haben, können wir ja mal eventuell irgendwas jagen. Oh, ich bin auch gespannt, ob unsere Axt irgendwann an Wertigkeit verliert durch das Reparieren. Früher war das ja so, wenn du dann öfters mal irgendwas repariert hast, ist die Qualität immer weiter runtergegangen. Immer mal ein Schlückchen Tee trinken. Ich bin nämlich noch nicht hundertprozentig so erholt von meiner Krankheit. Habe ich denn schon wieder einen Skillpunkt? Ein. Achso, ich brauche ja 2. Für den Intelligenz-Perk. Nee, die Tür führt nicht nach außen. Da kann man dann theoretisch die... Obwohl, ist das eine stützende Wand? Ist jetzt die Frage. Zur Not ziehen wir da einen Pfeiler mit rein.
Weißt du, da gebe ich ihm schon ein besseres Werkzeug und dann kann er immer noch nichts. Typ. Kann ich das Ding eigentlich reparieren hier? Nee. So, hier. Warte mal, kann man die Dinge hier weghauen? Hier würde ich gerne so eine Art Lager her machen, weißt du? Ich hoffe mal, dass mir jetzt gleich nicht diese... Komm, da rauf. Dass mir nicht gleich die Dinger hier von der Wand fallen. Das wäre auch sehr ungünstig. Hier müsste, glaube ich, ein Fenster drin sein. Das schließen wir dann aber. Da verstärken wir da bloß die Wand dahinter. Dann verstärken wir dahinter die Wand. Und bauen hier unsere Lagerkisten hin. Ich kann mal eben gucken hier. Box hießen die, glaube ich, ne? Nee. Lagerkiste. Double Storage Pocket, Storage Pocket, Triple Storage Pocket. Was ist das denn? Decrease Encumbrance. Penalty by free by installing this modification into your armor. Ach was. Wie cool ist das denn? Aber er braucht eine Schematik. Oh. Jetzt die Frage, brauche ich für alles eine Schematik, wenn ich das mache? Was ist das denn hier? Waffen verbessern. Click the modify action in the item inspect window and then drag the mod into a free slot. Fallen lassen. Modify. Ah, okay. Empty Modifier Slot. Cool. Genau. Da ballern wir die Fenster raus und ballern da einfach unsere verstärkten Blöcke rein. Nein. Also das mit den Stamina, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erwähnt habe. Ah, nein, 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 nein. Das war der falsche Knopf, ich werde sterben, Freunde. Oh ja, ein sehr dummer Tod. Ich wollte doch Rezepte wissen. Erscheine auf deinem Bett, erscheine beim Bett. Hallo, ich bin wieder da. Und ich habe 10 Punkte Dings verloren. So, jetzt schnell wieder rein. Und das Zeug aufheben. Oder so einen Schlafsack drin platzieren. Mann, welcher Idiot hat denn hier seinen Rucksack fallen lassen? So. Wo platziere ich den jetzt erstmal? Ich würde sagen, hier vorne in der Küche. Obwohl, hier vorne könnte man auch einen ganz coolen Lagerplatz reinbauen, ne? Weil hier hast du die Küche, die könntest du dann schön ausbauen und hier hinten dann einen Lagerraum dafür machen. So, warte mal. So, dass ich nicht mehr so schwer bin. Und jetzt schaue ich dann, was die Rezepte können. So, gucken wie Rezepte. Ein Achtfach-Scope. Krass, was die an neuen Rezepten mit drin haben. Mag ich. Dann könnte man hier vielleicht das Fenster sogar mit drinnen lassen. Obwohl, nee, dann wird das hier so die Arbeits- mit Werkbank und so, weißt du? Dass der immer noch einmal draufhaut, ne? Ich verstehe es nicht. Wieso macht er das? Typ, ey.
So, aber wie gesagt, wir bauen jetzt erstmal kurz an das Lager aus. Junge, ist das dunkel. So, hier soll das Lager rein. Müssen wir erstmal ein bisschen klar Schiff machen. So, mit Trennwand oder ohne? Ich werfe ohne. Obwohl, so eine Toilette, braucht man das? Erstmal hier das Gammelholz weg. So, dann fangen wir hier vorne an. Gibt es eigentlich eine Möglichkeit? Nee, das muss ich wahrscheinlich alles selber craften. Hier so Schränke und so ein Zeug, dass ich die abbauen kann. So, da dahinter ist jetzt der Baum hier muss definitiv weg. Der stört mich. Da ist ein Fenster, da ist ein Fenster. Das kommt hier weg. Warte mal, leichter ist es doch, wenn ich das anders so mache. Und dann weghauen. So, ich kann das Ding auch modifizieren. Das ist schön. So. Toilette braucht kein Mensch. Wir machen eigentlich dorthin, wo es uns gefällt. Oh, das fehlt eigentlich noch, dass du das machen kannst. Weißt du, wie bei Scum oder bei Ark? Dass du das dann zum Düngen nehmen kannst oder sowas. Weißt du, wie ich meine? So, jetzt wird es aber langsam wieder Zeit, dass hier hell wird. Dass wir weiter auf Loot-Tour gehen können. Gibt's hier, warte mal. Zack. Increase your maximum stamina. Okay. Cardio. Training your body into most activity. Can some be managed running away from them. Stamina regen. Das ist schon mal gut. Ach, beim Sprinten. Melee Damage. Schwimmer. Nee, dann müsste das bei Strength sein. Müsste hier so sein, ne? Machen wir? Komm, machen wir einfach. Ich denke mal, Punkte werden wir jetzt dann noch mehr als genug zusammenbekommen. Ach was, die Armatur bleibt hier. Nicht mit mir, nicht mit Commander. So, Flasche trübes Wasser. Habe ich denn nichts mehr zum Essen oder so dabei? Nee, ne? Es ist alles draußen. Was ist denn jetzt hier? Nee, das möchte ich gerne nicht. Nahrung 4. Da steht's doch hier. Das da wollte ich. Encounter 3 Meter? Ach nee, 3 Minuten. Elemental Protection 1 Stunde. Zombie Kills 35, Tode 1. Ja, war ein Dummheitstod, ich gebe es ja zu. Kein Scheiß, ich habe jetzt hier die Armatur bekommen. Wie lustig ist das denn? So, das hier noch weg. Da können wir hier einen ganzen. Da ist die Frage, bauen wir jetzt Truhen? Ich würde gerne Lagerboxen bauen. Lagerboxen und Truhen. Das ein bisschen besser aussieht hier. So, wo sind die hier? Der muss natürlich auch noch weg. Aber es ist ruhig. Also so zombie-mäßig ruhig, meine ich.
Das ist das hier. Das muss natürlich auch noch weg. Ich bin es immer noch gewohnt, auf der 2 die Spitze, die Axt zu haben und auf der 1 die Spitzhacke, wie man vielleicht merkt. So. Da kümmere ich mich später drum. Gucken wir mal kurz. Diese Lagerkiste, die braucht Nägel. Aber Nägel haben wir. Schöner Mond. So, ich hätte gerne Nägel. Wo haben wir die? Warte mal. Rein. Nägel. Bin ich blind? Ach. Ich hoffe nicht, dass wir die... Ach, da sind sie doch, Idiot. So, irgendwo stand der Baum. Ist es hier, glaube ich? Der steht da Hartgas im Weg. Da können wir uns gleich noch schnell was aus der Futtertruhe holen. Ein bisschen was essen. Naja, 25 macht er schon mal mit dem Schlag. Das ist gut. Nicht perfekt, aber schon mal ein Anfang. So, dann hauen wir uns halt die Eier ins Gesicht. Ausleuchtungskonzept. Ich wäre ja gerne auf dem Stromtrip, wäre ich ja gerne. So, was haben wir denn? 68. So, da müssen wir uns ein bisschen was reinhauen. Reinhauen ist ein gutes Stichwort. Immer wieder dran denken, trinken. So, das letzte Ei, das schieben wir uns auch noch mit rein. So, dann geht es jetzt wieder Vollgas los. Wir bauen uns als erstes die Boxen. Ach nee, machen wir nicht. Wir verstärken hier dahinter erstmal die Wand. Nicht, dass da noch irgendeiner auf die Idee kommt, mir meine Boxen da kaputt zu machen. Das war schon ein Scrap Metal, okay. Judy, dann hier nochmal Blöcke reingesetzt. So, diesmal pünktlich aufhören. Oh Mann, ich habe doch schon ewig lange das Ding hier losgelassen. Was ist nur los mit diesem Ding? Aha. Jetzt hat's gepasst. So, aber Freunde, ich würde sagen... Ups. In der nächsten Folge machen wir hier weiter mit unserem schöner Wohnen. Unser Zuhause soll schöner werden. Ja, und dann hoffe ich, dann wird es auch bald mal wieder Tag, dass wir hier ein bisschen vorwärts kommen. Ich sag vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Macht's gut und Tschüssikowski.